Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von der Photokina. Ich bin jetzt gerade am Zeitstand, beziehungsweise haben wir uns mal hier in die hinteren Räume begeben, einfach weil es hier ein bisschen ruhiger ist. Und neben mir sitzt Herr Höhlinger und der wird uns jetzt einfach mal ein paar Fragen beantworten zum Thema Zeiss. Danke erstmal für die Zeit. Und ja, meine erste Frage erstmal natürlich so ein bisschen für die Leute, die jetzt gerade mit der Fotografie angefangen haben. Vielleicht können die noch gar nicht so viel mit dem Namen Zeiss anfangen. Mhm. Was machen Sie eigentlich alles genau? Und ja, vielleicht können Sie auch ganz kurz beschreiben, was Sie selber für eine Aufgabe in der Firma haben. Also ich bin im Bereich Foto- und Filmobjektive und zwar im Customer Care Center. Und wir kümmern uns um die Fragen und Probleme zur Anwendung zu unseren Objektiven. Also wir versuchen Kundenfragen zu lösen, technische Probleme, technische Art. Wir machen natürlich auch Schulungen für unsere Vertriebspartner, für Endanwender und kümmern uns auch um den Service unserer Produkte, wenn es um Reparaturen geht. Oder halt oft ist das Thema festzustellen, geht es eher, ist es ein Anwendungsproblem, ein Anwendungsfehler oder tatsächlich ein technisches Problem, das wir mit dem Service lösen könnten. Das ist so im Wesentlichen meine Aufgabe. Zeiss ist ja hauptsächlich der Hersteller für Objektive, für Fotoobjektive und zwar auch für sehr hochwertige Fotoobjektive, dafür steht ja Zeiss. Aber trotzdem ist es ja jetzt auch so, oder habe ich zumindest ein bisschen festgestellt, dass die Richtung von nicht nur noch High-End, sondern halt auch so ein bisschen mehr Richtung Consumer geht. Ist das richtig oder woher kommt diese Entwicklung? Wir waren eigentlich schon immer relativ breit aufgestellt. Unser Bereich Foto- und Filmobjektive gibt es ja schon seit über 125 Jahren. Wir haben natürlich immer Wert drauf gelegt bis heute, da hat sich nichts dran geändert, dass wir in jeder Klasse von Objektiven für jede Anwendung möglichst hochwertige Produkte. Also wir sehen uns weniger im Einsteigermarkt, im Billigsegment, sondern eben hochwertige Produkte zu machen. In der Vergangenheit hatten wir natürlich auch lange Kooperationen mit Mittelformatherstellern, zum Beispiel Hasselblad über Jahrzehnte oder auch die Firma Rolle, die natürlich mit den Mittelformatkameras hauptsächlich im professionellen Segment niedergelassen war. Inzwischen ist es natürlich so, dass die Qualität von Kleinbildkameras enorm zugenommen hat bei digitalen Kameras und auch immer mehr Profis in dem Bereich mit der Qualität vollkommen ausreichend, sage ich mal, arbeiten können. Entscheidend ist natürlich, dass man entsprechende Objektive dazu anbieten kann bzw. nutzen kann und man kann damit mit hochauflösenden Kameras und entsprechenden Objektiven von uns zum Beispiel natürlich auch teilweise schon zum großen Teil schon Mittelformatsysteme ersetzen. Deswegen ist natürlich der Trend zu kleineren Sensoren, als es bei Filmformaten früher üblich war. Auch so ein kleiner Trend vom Profi-Segment in, also so eine bessere Verknüpfung vom Profi-Segment mit dem Consumer-Segment. Und unsere Objektive stehen natürlich jedem offen. Wir müssen uns natürlich irgendwo beschränken auf bestimmte Systeme oder Anwendungsgebiete. Wir können nicht alles abdecken. Aber wie gesagt, unser Ziel ist nach wie vor eben hochwertige Produkte für die entsprechenden Anwendungen zu bieten. Sie haben es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen mit dem Thema Kooperation. Aktuell ist es ja so, wenn man, also jeder, der jetzt mal eine Sony-Kamera in der Hand hatte, der hat es wahrscheinlich schon mitbekommen, dass zu Sony eigentlich immer ein Zeiss-Objektiv gehört. Diese Kooperation besteht ja jetzt auch schon eine Weile und welche Vorteile ergeben sich da für Ihre Firma sowohl als auch für Sony? Wir feiern ja dieses Jahr 20 Jahre der Partnerschaft mit Sony. Das hat 1996 begonnen. Zuerst, die Idee war die Verknüpfung von einem renommierten Elektronikkonzern. Sony hatte da natürlich langjährige Erfahrung im Bereich, zum Beispiel von Videokameras unter anderem. Und sie suchten eben die Verknüpfung mit einem Hersteller, der entsprechendes Know-how im Bereich von Objektiven hat, zu finden. Daraus ist die Kooperation entstanden und es ging los eben mit Objektiven in Camcordern. Später sind dann digitale Stillbildkameras dazugekommen, die mit Zeiss-Objektiven ausgestattet wurden und jetzt seit gut 10 Jahren auch dann entsprechend Wechselobjektive für die verschiedenen Systeme, die Sony eben seither anbietet, für den A-Mount und eben für den E-Mount. Sie haben es jetzt auch schon wieder angesprochen, so ein bisschen vorne weggenommen. Es gibt ja spezielle Sony Zeiss-Objektive und dann gibt es ja die reinen Zeiss-Objektive. Worin unterscheiden die sich jetzt genau? Wir haben verschiedene Produktlinien, die Kooperation mit Sony, mit den Produkten, die letztendlich dann Sony produziert, sieht so aus, dass wenn es um die Entwicklung der Objektive geht, die entweder von uns entwickelt sind oder in Kooperation eben mit entsprechender Entwicklungsabteilung bei Sony. Die Herstellung der Produkte liegt in den Händen komplett von Sony. Wir sind für die Qualitätssicherung letztendlich zuständig. Also wir geben letztendlich auch die Vorgaben, in welchen Qualitätsstufen bzw. in welchen Toleranzen die Objektive
in der Serie gefertigt werden. Die weiteren Schritte, die notwendig sind, um Objektiv auf den Markt zu bringen, also Marketing und Vertrieb oder auch Support, Reparaturen, das macht bei diesen Sony Zeiss Objektiven ausschließlich Sony. So sieht diese Kooperation aus. Bei unseren Objektiven, bei unseren eigenen Produktfamilien, die wir haben, auch eben für die verschiedenen Sony Mounts, in dem Fall für den Sony E-Mount, die entwickeln wir selber komplett, fertigen sie teilweise selbst, beziehungsweise zusammen eben mit Kooperationspartnern, in der Regel in Japan sind die alle angesiedelt, und Vertrieb, Service, Support und vor allem auch Reparaturen machen wir letztendlich selbst für diese Produkte. Die unterscheiden sich je nach Objektivlinie, die Einzelheiten schauen wir uns nachher vielleicht mal kurz an. Lohnt es sich dann mehr, wenn man jetzt, sage ich mal, ein Zeiss-Objektiv haben möchte oder mit mehreren Zeiss-Objektiven arbeiten möchte, lohnt es sich dann schon mehr, sich auch eine Sony-Kamera zuzulegen, weil die besser miteinander kooperieren, oder macht das eigentlich keinen Unterschied, wenn man jetzt zum Beispiel Nikon oder Canon auch hat? Das hängt natürlich von der Anwendung ab. Bei unseren Spiegelreflex-Objektiven, die wir jetzt für Nikon und Canon anbieten, die drei Produktlinien Otus, Milvus und Classic, haben wir rein manuell fokussierbare Objektive. Das ist natürlich, wenn man den Gesamtmarkt betrachtet, eine gewisse Nische, die eignet sich nicht für alle Anwendungen. Wenn ich ein Spiegelreflexsystem haben möchte mit Autofokusobjektiven von Zeiss, bin ich letztendlich dann auf Sony festgelegt, weil nur dafür bieten wir eben Autofokusobjektive an für Spiegelreflex. Oder natürlich im Bereich der spiegellosen Kameras, wo Sony mit dem E-Mount natürlich sehr, sehr innovativ ist in den letzten Jahren und eine wachsende Nachfrage natürlich nach hochwertigen Objektiven ist. Da sind wir inzwischen natürlich sowohl mit Autofokus als auch mit Manualfokusobjektiven unterwegs. Jetzt mal für komplette Anfänger mal gefragt. Es gibt ja sowohl Festbrennweiten, also nicht verstellbare Brennweiten, und es gibt die Zoom-Objektive. Wo liegen denn jetzt eigentlich die Vor- und die Nachteile von Festbrennweiten im Gegensatz zu Zoom-Objektiven? Wir haben zusammen mit Sony natürlich auch einige Zoom-Objektive im Sortiment. Allerdings hier bei unseren eigenen Produktlinien beschränken wir uns ausschließlich auf Festbrennweiten. Hauptunterschiede sind natürlich, ein Zoom-Objektiv ist immer sehr, sehr praktisch, wenn ich mein Objektiv nicht wechseln kann oder nicht wechseln möchte, wenn ich meine Ausrüstung kompakt halten möchte. Aber jedes Zoom-Objektiv ist halt ein gewisser Kompromiss, was zum Beispiel eben die Lichtstärke angeht. Ich kann selbst mit einem relativ kleinen, kompakten Festbrennweite in der Regel deutlich lichtstärkeres Objektiv realisieren, um mit geringerer Schärfentiefe arbeiten zu können, vor allem um gestalterisch eben mehr Möglichkeiten zu haben oder eben bei sehr schlechten Lichtverhältnissen noch hervorragend arbeiten zu können, wo eben Zoom-Objektive systembedingt schon mal eingeschränkt sind. Und das Zweite ist natürlich die Leistungsfähigkeit. Ein Zoom-Objektiv ist konstruktiv immer ein gewisser Kompromiss. Ja. Das kann nicht über den gesamten Brennweitenbereich die gleiche Leistung bieten. Das hat in gewissen Bereichen eine Höchstleistung, an den Randbereichen häufig ist es etwas schwächer. Und wenn ich hohe Ansprüche an die Qualität habe, vor allem bei Weitwinkelobjektiven sehr kritisch, für Landschaftsaufnahmen oder Ähnliches, ist eine Festbrennweite in der Regel immer leistungsstärker als ein vergleichbares Zoom. Also es ist schon generell noch so, kann man es verallgemeinert sagen, dass ein Zoom-Objektiv immer noch ein kleinen Tick unschärfer ist als eine Festbrennweite. Ja, ist ein bisschen pauschal. So pauschal würde ich es jetzt nicht sagen. Ja. Zoom-Objektive haben, man kann sagen, ja, nicht Sweet Spot ist nicht ganz der richtige Ausdruck, aber wenn wir zum Beispiel ein klassisches 24-70 Standard-Zoom nehmen, hat es meistens im mittleren Brennweitenbereich eine sehr, sehr gute Leistung. Bei 24 oder bei 70 oder bei beiden Endbrennweiten fällt es entsprechend ab. Und wenn ich im Weitwinkelbereich eben mit einem Festbrennweitenobjektiv konkurrieren muss, schneidet das Festbrennweitenobjektiv immer besser ab als ein Zoom, das in dem Bereich zum Beispiel anfängt. Okay, schauen wir doch einfach mal ein bisschen auf die Produktpalette drauf. Das ist, denke ich mal, ist ja doch relativ interessant jetzt auch für die Zuschauer, was denn jetzt alles so angeboten wird, sowohl für Sony als auch vielleicht für Canon und für Nikon. Beginnen wir gerade mal mit unseren eigenen Produktfamilien für das Sony E-Bayonet. Da wären natürlich die sehr begehrten und erfolgreichen Batis-Objektive, die wir seit letztem Jahr auf dem Markt haben, zu nennen. Die bestehen momentan aus drei Brennweiten, die Batis-Familie, 18, 25 und 85 mm. Die Objektive sind mit Autofokus ausgestattet, bieten also hervorragenden Komfort für sehr viele Anwendungen. Innovativ ist vor allem das Display. Kann man hier jetzt leider nicht sehen, solange es nicht an der Kamera dran gemacht ist. Stromversorgung kommt natürlich von der Kamera. Das Display zeigt dann entsprechend die Entfernung und auch die Schärfentiefe an. Das waren die ersten Objektive auf dem Markt, die sowas bieten. Die Objektive sind komplett staub- und spritzwassergeschützt, sehr leistungsstark.
Und unsere Idee, was bei allen unseren Objektiven für die spiegellosen Systemkameras steht, ist, die relativ kompakt und leicht zu halten für ihre Leistung und für ihre Lichtstärke. Die zweite Produktfamilie, die wir haben für den Sony E-Mount, für spiegellose Sony Alpha 7 Kameras, ist die Loxia-Produktlinie. Momentan besteht sie aus 4 Brennweiten. Ganz neu zur Fotokina haben wir jetzt vorgestellt, das vierte hier im Bunde, das Loxia 2,4 85 mm. Ein sehr interessantes Porträtobjektiv beispielsweise. Der Unterschied der Loxia-Produktfamilie zu den Batis ist, das sind komplett manuell fokussierbare Objektive, komplett manuell steuerbar. Auch die Blendensteuerung ist komplett manuell. Die haben keine Blendenautomatik. Und ich habe entsprechende Vor- oder auch Nachteile. Es hängt natürlich grundsätzlich von der Anwendung ab, ob ich jetzt eher ein Autofokusobjektiv wähle oder eben ein rein mechanisches, manuelles Objektiv. Also ich kann jetzt mal so aus eigener Erfahrung sagen, ich habe am Anfang auch immer gedacht, manuell fokussieren, das wird ja nichts. Aber solange man nichts macht, was irgendwie Richtung Hochzeit oder irgendwas geht, wo es wirklich ganz schnell gehen muss und der exakte Punkt immer getroffen werden muss, kann man sich relativ schnell daran gewöhnen, auch manuell zu fokussieren. Also man muss es einfach mal selber ausprobieren und dann vielleicht auch mal für ein paar Tage machen. Da kommt man relativ schnell rein. Und gerade die spiegellosen Systemkameras wie die Alpha 7 Serie bieten natürlich auch ganz tolle Features zu manuellen Scharfeinstellungen mit dieser Sucherlupe. Gerade bei unseren Loxia-Objektiven, sobald ich den Fokusring bewege, wird diese Suchervergrößerung aktiviert, um schneller und genauer scharf stellen zu können. Beispielsweise das Fokus-Peaking, das den Kantenkontrast anzeigt, wenn ich scharf eingestellt habe. Das sind tolle Features, die es bei Spiegelreflexkameras in der Regel nicht so gibt in der Form. Und die erleichtern halt auch das manuelle Fokussieren. Ein großer Anwendungsbereich für rein manuelle Objektive ist natürlich auch der Bereich Video. Ja. Ich kann sowas natürlich auch hervorragend mit dem Gearing, mit dem Zahnkranz fürs professionelle Videofilmen nutzen. Ja, sehr schön. Die dritte Familie, die wir für spiegellos anbieten, ist die TUI-Produktfamilie. Die gibt es in zwei verschiedenen Mounts. Einmal hier zu sehen der Fuji X-Anschluss, erkennbar an dem Blendenring hier für alle Fuji X-Kameras. Oder eben auch die gleiche Produktlinie ebenfalls mit dem Sony E-Mount. Großer Unterschied zu den anderen beiden, die wir gerade gesehen haben, die sind für APS-C-Kameras ausschließlich gebaut. Okay. Die zeichnen nicht den Kleinbildbildkreis aus, also nur von Sony beispielsweise für die 5000er, 6000er Alpha-Serie-Kameras. Da gibt es drei Brennweiten aktuell. Es geht los bei dem Superweitwinkel 12 mm, Lichtstärke 2,8. Wir haben ein 32 mm und ein 50 mm Makro in der Produktreihe. Im weitesten Sinne zu spiegellosen Kameras gehören natürlich auch unsere klassischen ZM-Objektive, die wir schon seit einiger Zeit auf dem Markt haben. Hier der letzte Vertreter, den wir auf der letzten Fotokina neu vorgestellt haben, das Distagon 1435 ZM. Die ZM-Produktreihe ist mit dem Leica M-Bayonet ausgestattet, passt damit eben an alle Messsucherkameras mit dem M-Bayonet von Leica, Vogtländer oder beispielsweise unsere frühere Zeiss Icon Kamera und wird auch gern adaptiert an andere spiegellose Systeme wie Sony, Fuji oder Micro Four Thirds Kameras. Dann kommen wir mal kurz in den Bereich der Spiegelreflexobjektive. Die haben wir mit drei Produktfamilien derzeit abgedeckt. Eigenschaft aller dieser Produktfamilien ist, das sind rein manuell fokussierbare Objektive. Ja. Alle drei Produktfamilien sind in beiden Anschlüssen, einmal Canon, heißt bei uns ZE-Anschluss, und einmal Nikon, ZF2-Anschluss verfügbar. Die Top-Linie in dem Bereich sind unsere Otus-Objektive. Die bestehen momentan aus drei Brennweiten. Alle Otus-Objektive haben die Lichtstärke 1,4, sehr lichtstarke Objektive. Und die Intention bei den Otus-Objektiven ist, die bestmögliche Leistung bereits bei Offenblende zu ermöglichen. Und laut unseren Tests und unserem Wissen über die Mitbewerberprodukte sind die Otus-Objektive die besten Kleinbildobjektive, die es derzeit auf dem Markt gibt. Es gibt ein 28 mm, ein 55er Normalobjektiv und eben das 85er hier. Und alle ermöglichen, wie gesagt, eben schon bei weit offener Blende nahezu die maximale Leistung, die sich beim Abblenden kaum mehr steigern lässt. Das ist die Absicht der Otus-Objektive. Genau. Also nochmal ganz kurz erklärt für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen. Es ist bei vielen oder eigentlich bei allen Objektiven so, dass wenn man ganz offenblendig fotografiert, natürlich noch nicht die maximale Schärfe gegeben ist. Und wenn man dann so ein bisschen abblendet, dann kommt meistens so der sogenannte Sweet Spot, wo dann wirklich die maximale Schärfe erreicht wird.
Genau. Bei Autosubjektiven ist das eben für Höchstleistung schon bei Offenblende entsprechend gedacht. Damit kann ich halt, wie wir vorher schon erwähnt haben, auch im Bereich der Kleinbildkameras, hochauflösende Kleinbildkameras mit 4, 42 oder 50 Megapixel, die auf dem Markt sind, eben auch teilweise Leistungen erreichen, die früher eben Mittelformatsystemen vorbehalten waren. Draußen in unserem Stand haben wir drei großformatige Prints, die eben mit den Logs, mit den O2-Subjektiven aufgenommen wurden, mit entsprechender 50-Megapixel-Kamera. Die zweite Reihe, die wir jetzt auch zur Fotokina stark ausgebaut haben, ist die Milbus-Produktfamilie. Das sind unsere, ja, Standard, hört sich vielleicht nicht ganz so gut an im Vergleich zu O2s, unsere ja, Mittelklasse-Linie. Die Milbus-Produktfamilie besteht nun jetzt mit den drei neuen aus insgesamt 9 verschiedenen Brennweiten, losgehend von 15 mm und hoch bis zu 135 mm Brennweite. Die Eigenschaften der Milbus-Objektive sind, die haben jetzt auch Staub- und Spritzwasserschutz, wie wir es bei den Batis-Objektiven für Spiegellose vorher schon hatten. Die Intention der Milbus-Objektive war, unsere bisherige Linie an älteren Spiegelreflexobjektiven leistungsmäßig anzupassen, sodass ja, alle Brennweiten auf einem sehr, sehr engen gleichen Leistungsniveau sind, sodass ich eben mich darauf verlassen kann, egal welche Brennweite ich wähle, ich habe sowohl gleiche Eigenschaften als auch bei gleicher Blende nahezu die gleichen Abbildungsleistungen zur Verfügung. Die Milbus-Objektive, gerade diese mit dem ZF2-Anschluss für Nikon, bieten zum Beispiel dann auch die D-Klick-Funktion, wo ich hier am Bajonett entsprechend die Rastung der Blende ausstellen kann, ja, um sie eben für die Firma dann interessant zu machen und als recht kompakte und auch relativ preisgünstige Filmobjektive einsetzen zu können. Jetzt mal ganz kurz hier gefragt, wo liegt man ungefähr preislich jetzt bei dem 15 mm? Das ist jetzt zum Beispiel was mich persönlich sehr interessieren würde als Landschaftsfotograf. 15 mm liegt bei 2.700 Euro als Superweitwinkelobjektiv. Es hat jetzt im Vergleich zum Vorgängermodell, das Classic 15 mm, das optisch gleich aufgebaut war, einige Optimierungen noch bekommen, die Vergütungsschicht wurden teilweise noch etwas verbessert, die Störlichtblende kann man abnehmen, das einzige Superweitwinkel, wo man das die Störlichtblende abnehmen kann, das einzige ebenfalls auch, das mit einem Standardfiltergewinde hier ausgestattet ist, um eben normale Filter oder auch Einschubfilter mit Filterhaltern dran nutzen zu können. Die Preisrange bei den Milbus-Objektiven geht ungefähr los bei etwa 1.100 Euro und eben hoch bis zum 15er, wie gesagt etwa 2.000. Okay, da habe ich jetzt natürlich ausreichend gerade beim teuersten gefragt. Superweitwinkel sind natürlich immer auch konstruktiv sehr, sehr aufwendig. Um eben eine gute Leistung zu erreichen, braucht man viele Sondergläser, Asphären in diesen Objektiven drin, um eben die Leistung den hohen Ansprüchen gerecht werden zu lassen. Die zweite Brennweite, die wir neu vorstellen aus der Milbus-Linie hier zur Fotokina, ist das 18er. Komplett neu entwickelte Optik, sehr, sehr klein geworden. Ja, ich wollte gerade sagen, im Gegensatz zu dem 15er ist es ja nun wirklich deutlich schlankeres Objektiv, kleinerer Frontdurchmesser und auch sogar etwas kleiner, also im Durchmesser gehalten wie das Vorgängerobjektiv, das nur in Anführungszeichen die Lichtstärke 3,5 hatte. Hier haben wir jetzt ein 2,818. Auch viele Parameter des älteren Objektivs wurden verbessert, wie zum Beispiel die Verzeichnung ist deutlich noch mal geringer ausgefallen und auch sehr streng monoton, tonnenförmig, ganz leicht, sodass er auch in der Nachbearbeitung sehr einfach zu korrigieren ist, wenn es stören sollte. Aber im Vergleich zu Superobjektiven sind halt gerade diese leistungsstarken Festbrennweiten dann, gerade was die Verzeichnung angeht, wenn ich Architekturbilder mache, deutlich besser als jedes Superobjektiv in diesem Bereich. Und das dritte im Bunde bei den Milbus, das wir hier jetzt neu auf dem Markt haben, ist das 135 mm. Das basiert auf dem bisherigen und sehr geschätzten Aposonar 135, das wir seit ein paar Jahren auf dem Markt hatten. Wir haben hier auch einige Detailverbesserungen noch angebracht, aber das ist nach wie vor das beste 135er für Kleinbild, das auf dem Markt ist, definitiv. Da gibt es gerade was die Korrektur des Farblängsfehlers angeht. Wenn es also um die Reduktion von Farbsäumen geht, habe ich hier praktisch eine komplette Eliminierung der Farbsäume, was bei anderen Objektiven bei Offenblende in der Brennweitenklasse nicht zu finden ist. Und nach wie vor gibt es die Classic-Produktlinie bei den Spiegelreflexobjektiven. Die besteht aktuell jetzt noch aus 6
Brennweiten, zum Beispiel mit klassischen 85er Planar mit Lichtstärke 1,4, recht kompakte und kleine Objektive, auch in der Regel einiges günstiger als die entsprechenden Milvus-Objektive, auch nach wie vor sehr bewährt seit vielen Jahren, etwas einfacher aufgebaut, aber für viele Zwecke natürlich immer noch hochinteressant, vor allem auch die komplette Ganzmetallbauweise, wie alle unsere Fotoobjektive hier, sehr robust gehalten, sehr langlebig vor allem auch. Okay, das heißt, was könnte man jetzt quasi für den Einsteiger, oder sagen wir, für den Einsteiger ist es vielleicht noch gar nicht so sehr geeignet, aber für den ambitionierten Hobbyfotografen, welche Linie würden Sie da am ehesten empfehlen? Also die Milvus-Linie ist, sage ich mal, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sehr, sehr interessant, wenn man auch ein bisschen preisbewusst rangeht. Otus ist aufgrund des hohen Aufwandes, optisch und mechanisch, die da drin stehen, natürlich recht teuer, muss man natürlich zugeben. Vergleichbare Milvus-Objektive, wie zum Beispiel das 85er Milvus mit den gleichen Eckdaten wie das entsprechende Otus, ist deutlich günstiger als die Hälfte wie das Otus und kommt in vielen Leistungsbereichen schon sehr, sehr nahe ran an das Otus. Mit ganz geringen Abstrichen, was zum Beispiel Farbkorrekturen angeht und so weiter, kann ich mit dem Milvus natürlich auch hervorragend arbeiten. Ich habe ein zukunftssicheres System bei den Milvus-Objektiven, die sind staub- und spritzwasser geschützt, auch für den harten Einsatz. Und wer sich eben mit Festbrennweiten beschäftigen möchte in seiner Auswahl an Objektiven für sein Spiegelreflexsystem, ist eigentlich mit der Milvus-Produktlinie am besten bedient. Jetzt haben wir noch eine Kleinigkeit auf dem Tisch liegen, die ich auch sehr, sehr spannend finde. Und zwar gibt es jetzt Objektive auch für Handys. Erstmal so allgemein gefragt, denken Sie, dass es in Zukunft mehr in die Richtung geht, dass viel mehr mit dem Handy fotografiert wird als mit den eigentlichen Kameras? Oder ist das? Den Trend haben wir ja schon seit einigen Jahren, nachdem die eingebauten Kameras in den Smartphones, in den Handys immer besser geworden sind. Der Bereich der kompakten Digitalkameras ist ja weitgehend weggebrochen. Ja. Die Modelle und die Umsatzzahlen sind enorm zurückgegangen, weil eben die Handys auch eine unglaubliche Bildqualität schon bieten und können in den meisten Fällen schon eine kompakte Digitalkamera gut ersetzen. Ja. Und ist natürlich wesentlich interessanter, weil letztendlich es jeder dabei hat. Das Hauptproblem, was natürlich bei fast allen Smartphones, Handys bisher ist, man hat in der Regel einfach nur eine Festbrennweite eingebaut. Ich habe keine Zoom-Möglichkeit und wenn ich zoome mit dem Digital-Zoom, habe ich eine deutliche Qualitätsverschlechterung. Mit entsprechenden Vorsatzoptiken kann man das natürlich versuchen, weitgehend auszugleichen. Das ist nicht neu, dass man bestimmte Vorsatzobjektive baut, die eben auf Smartphones passen. Aber wir haben natürlich auch hier den Anspruch, leistungsmäßig das Beste anzubieten, was es auf dem Markt gibt. Wir haben sehr aufwendige Objektive, wir haben drei verschiedene Vorsatzobjektive, ein Weitwinkelobjektiv, ein Vorsatzobjektiv, ein Teleobjektiv und ein Makroobjektiv. Produkte machen wir zusammen mit der Firma Excellence in den USA. Die sind komplett von uns entwickelt, werden von Excellence eben gebaut und vertrieben, diese Objektive, und bieten halt eine bisher nicht dagewesene Leistung. Das sind die einzigen Vorsatzobjektive, die die Leistung der eingebauten Kamera nicht reduzieren. Okay, das heißt jetzt, das sind drei Festbrennweiten oder sind das Zoom-Objektive? Das Weitwinkel ist ein Vorsatzobjektiv mit dem Faktor 0,6. Das heißt, die Brennweite, die im Handy eingebaut ist, das ist beim iPhone 6 zum Beispiel 28 mm Brennweite auf Kleinbild umgerechnet, kann ich mit dem Faktor 0,6 reduzieren, also ab ungefähr 18 mm Weitwinkel damit. Das Teleobjektiv hat den Faktor 2, ich mache also ein 56 mm entsprechendes Objektiv da draußen, kann natürlich wesentlich bessere Porträts damit machen als mit dem eingebauten Weitwinkel. Das Makro ist tatsächlich ein Zoom-Objektiv, das hat eine variable Brennweite, 40 bis 80 mm, wobei man dieses Makro-Objektiv natürlich etwas anders einsetzt. Da geht es eher um den Abbildungsmaßstab, den ich damit erreichen möchte. Ja. Dafür ist eben diese Zoom-Funktion notwendig, um eben den Abstand zum Motiv und damit den Abbildungsmaßstab eben variieren zu können. Ja. Okay. Hört sich auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend an. Ich bin selber sehr gespannt, in welche Richtung gerade das Thema mit den Smartphones geht. Und ich bedanke mich erstmal für die Zeit, für die ganzen Fragen, die beantwortet wurden. Ich hoffe, ihr zu Hause konntet auch eine Menge daraus mitnehmen und vielleicht ist ja für euch die Firma Zeiss auch ein bisschen interessanter dadurch geworden. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.